the sun. Kick off your shoes and have some fun. Sexy Spirit Lifestyle Podcast. Der Podcast für alle sexy Spirits, die ihrem eigenen Herzen folgen, ihr Leben genießen und ihren Körper wertschätzen. Ich bin Natascha Zimmermann und ich freue mich, dass du dabei bist. Oh yeah, we could fly so high, so high. You and I won't let this moment pass us by. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Episode. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, diesmal geht's um die Weihnachtszeit und dem Stress, den du vielleicht hast in dieser Zeit. Ich habe ja ein Buch geschrieben, falls du das noch nicht weißt, das Pudelwohl-Konzept, fühl dich jeden Tag fit, vital und energiegeladen. Und da gibt es auch ein Kapitel über den Winter und wie man sich im Winter am besten verhält, also der Natur entsprechend verhalten kann, um sich wohler zu fühlen, um nicht krank zu werden. Und alles Mögliche. Und es ist doch so, dass, schau dir mal die Weihnachtszeit vor allem an. Also wir Menschen neigen da ein kleines bisschen zu Stress. Also wir wollen die Weihnachtsgeschenke alle rechtzeitig besorgen und musst nur mal in ein Einkaufszentrum schauen, wie es da abgeht an einem Einkaufssamstag zu Weihnachten, also in der Weihnachtszeit. Da sind ganz, ganz viele Menschen, die meist ziemlich gestresst wirken, auch schon ein bisschen grantig vielleicht sind und ein bisschen barsch reagieren, wenn man sie anspricht oder was auch immer. Und ja, sie leben nicht diese Besinnlichkeit, die in der Weihnachtszeit eigentlich ja genau das Schöne ist. Also dieser Spirit, der da in der Weihnachtszeit herrscht oder herrschen könnte, wenn wir uns nicht so selbst stressen würden. Das wäre wesentlich schöner, das so wahrzunehmen. Und ja, auch noch das mit allen Menschen nochmal treffen in der Weihnachtszeit, auf den Christkindlmarkt gehen, Punsch trinken, Kekse essen, was noch dazu Stress in unserem Körper verursacht, durch den ganzen Zucker, den wir zu uns nehmen. Und ja, wir sind da eher getrieben gerade zu dieser Zeit. Und wenn wir uns aber die Natur anschauen und uns daran ein Beispiel nehmen würden, dann sehen wir, dass sich die Natur zurückzieht. Also es ist eher alles so schwarz und weiß, die Farben vom Herbst sind weg, es liegt vielleicht Schnee und ja, die Bäume verlieren ihre Blätter und das heißt einfach, dass die Natur sich jetzt ein bisschen zurückzieht und nicht mehr so aktiv ist, sondern von dem Speicher lebt, also von dieser Energie lebt, die sie das ganze vorige Jahr gespeichert hat, also was man noch so im Frühling, im Sommer und im Herbst aufnehmen konnte, um sich dann eben im Dezember eine Auszeit gönnen zu können, also den ganzen Winter eigentlich, aber jetzt geht es ja gerade speziell um die Weihnachtszeit. Und ja, vielleicht sollten wir uns eher daran ein bisschen ein Beispiel nehmen. Und da habe ich eben in meinem Buch ab Seite 121 geht es um den Winter, auch schon ein paar Tipps aufgeschrieben, was man da so im Winter allgemein machen kann. Aber heute würde ich gerne besonders auf die Weihnachtszeit eingehen, weil ich es sehr schade finde, dass wir da nicht so diese Besinnlichkeit, diesen Spirit, der eigentlich herrschen könnte, wahrnehmen, dadurch, dass wir getrieben sind und in Eile sind. Und ja, da gibt es ein paar Sachen, die du machen kannst. Also das ist ja ganz einfach eigentlich, weil du diesen Stress, also Stress macht man sich hauptsächlich selbst. Selbst wenn Druck von außen herrscht, kommt es doch auf einen selbst an, ob man sich jetzt stressen lässt oder nicht. Also ein Beispiel, auch wenn du jetzt ins Einkaufszentrum gehst, an einem Weihnachtssamstag, wo alle anderen gestresst sind, kommt es auf deine eigene Einstellung an. Ob du dich auch stressen lässt oder ob du gelassen bleibst und die Besinnlichkeit vielleicht wahrnimmst. Weil, also ich finde das immer ganz schön. Ich finde Weihnachtsgeschenke einkaufen, ich liebe das.
Geschenke einkaufen an sich, aber in der Weihnachtszeit finde ich, ist das nochmal etwas Besonderes, weil wenn man ein bisschen aufmerksam ist und achtsam ist und vor allem dann auch den Verkäufern in den Geschäften gegenüber, denen mal zeigt, hey, ich bin nicht so gestresst, lass dir ruhig Zeit mit mir, also du kannst dir ruhig Zeit lassen, du musst jetzt nicht in diesen täglichen Stress, den du da jetzt hast, zu dieser Zeit verfallen, dann bekommt man auch ganz viel zurück. Also ich finde, ja, Verkäufer können immer nett sein, natürlich, aber gerade in der Weihnachtszeit habe ich das Empfinden, dass sie besonders dankbar dafür sind, wenn jemand kommt, der eben gerade nicht so gestresst ist und auch sie noch mehr stresst, weil sie haben eh schon alle Hände voll zu tun und wenn man dann mal sagt, ach, ich habe ja Zeit, dann kassiert man zumindest mal ein Lächeln. Und ja, ich finde das wahnsinnig schön, gerade in der Weihnachtszeit auch Liebe zu schenken und zu sagen, hey, hetz dich nicht, alles ist in Ordnung, ich habe Zeit, es geht. Und wir haben sie ja auch. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt wirklich herumlaufen müssen und uns hetzen müssen. Es ist Weihnachten. Da geht es um Liebe. Es geht um Familie, um Liebe, um Vereintsein. Zeit mit seinen Lieben zu verbringen. Und ja, natürlich ist das wertvoll. Und wenn wir jetzt gerade alleine unterwegs sind und Weihnachtsgeschenke einkaufen, dann wollen wir natürlich so schnell wie möglich wieder zu unseren Lieben zurück. Aber auch das ist unsere Lebenszeit, die wir genießen dürfen. Also gerade hier eben dürfen wir uns vielleicht noch ein bisschen an der Nase nehmen und uns sagen, hey, auch jetzt dürfen wir achtsam sein. Es ist alles nicht so schlimm. Unser Leben passiert jetzt gerade in diesem Moment. Und ja, da ist es schön, wenn wir uns nicht stressen und unsere Energiereserven schneller aufbrauchen. Weil ja, auch wir sammeln unsere Energie im Frühling, Herbst und Sommer. Also jetzt ein bisschen im Frühling, im Sommer und im Herbst. Und im Winter leben wir dann von diesen Reserven. Und wenn wir uns da extrem stressen lassen, dann führt das dazu, was oft viele Menschen haben, dass sie sich dann nach den Weihnachtsfeiertagen nicht mehr so wohl fühlen. Sie fühlen sich vielleicht ausgelaugt oder vielleicht sind sie auch krank, weil ja, es ist draußen auch noch kalt. Wir können uns schneller etwas einfangen, wenn wir nicht aufpassen auf uns. Und deshalb ist es eben gerade jetzt besonders wichtig, auf uns Acht zu geben. Und vielleicht ist das ein guter Anlass auch für dich, dich ein bisschen mehr in Achtsamkeit zu üben. Nimm wahr, was um dich herum passiert. Und geh auch früh schlafen. Tu alles, was gut für dich ist. Du darfst jetzt passiv sein. Du musst nicht immer in der Aktivität sein. Du darfst dir Ruhe gönnen, gerade jetzt im Winter. Das ist doch eh so schön, wenn es draußen kalt ist, sich zu Hause einzukuscheln. Und in der Wärme zu sein mit seinen Lieben. Weil darum geht es ja. Also einfach mal zurücknehmen, zu sagen, hey, nein, jetzt nicht. Und Zeit für sich selbst auch zu haben, weil auch das ist wichtig. Auch das ist Liebe. Die Selbstliebe mal richtig zu frönen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Einfach nur Dinge tun, die einem selbst gut tun. Also ja, die Winterzeit ist genau die Zeit, in der wir passiv sein dürfen, in der wir nicht immer müssen, 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 müssen. Genau die Zeit eben, in der wir mal zur Ruhe kommen dürfen. Auch wenn wir das natürlich das ganze Jahr über dürfen, ist es im Winter von der Natur her sogar so vorgesehen, dass wir passiv sind und nicht immer tun, 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 weiter, schneller, höher, was auch immer. Vielleicht hilft dir das, wenn du da mal dran denkst, dass du dir gerne Zeit für dich nehmen darfst und ein bisschen auf dich achten darfst, dich wichtig nehmen darfst. Und ja, damit auch die anderen was davon haben, kannst du auch deinen Lieben sagen, hey, ihr müsst nicht. Ihr könnt jetzt einfach mal Ruhe geben, Ruhe genießen, ruhig sein, passiv sein. Gerade das ist doch dann auch schön, wenn man die Weihnachtsfeiertage dann miteinander verbringt und jeder gelassen ist und nicht so gestresst. Weil gerade dann, wenn man dann ruhig ist, dann kommt das erst so richtig raus. Und wenn man davor schon so angespannt war und sich das so angestaut hat, tut das auch den Weihnachtsfeiertagen nicht so gut und
dem Zusammensein nicht so gut. Also was ich dir heute mitgeben möchte, ist, es ist Winter, mach's der Natur nach, sei passiv und schau auf dich. Tu, was dir gut tut. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Fühl dich pudelwohl. Oh yeah, we could fly so high, so high. Mehr über deinen Sexy Spirit Lifestyle findest du auf meiner Webseite natashazimmermann.com. Pass us by.